Ja, hi Freunde, danke fürs Einschalten. Unsere erste internationale Partie steht an. Wir müssen oder wir dürfen auswärts gegen Lincoln in Gibraltar ran. Ist die Quali, die erste Quali-Runde für die Conference League. Und ja, das ist ein Gegner, der durchaus schlagbar sein sollte. Also ich hoffe, dass wir uns jetzt einfach ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel sichern können. Davor haben wir noch eine Mail zu beantworten, und zwar die hier: Gary Harkin, unser Ersatzkeeper, der eigentlich ja auch relativ talentiert ist, aber dessen Vertrag läuft ja aus und wir können ihn leider nicht halten, also den Vertrag nicht verlängern. Deswegen schauen wir, dass wir jetzt noch Geld mit ihm machen. Das ist eh nicht so schlecht. Jetzt müssen wir nur gleich schauen, dass wir auch einen Ersatztorhüter noch bekommen. Da haben wir mal einen jungen Ian, den nehmen wir mal zum Probetraining auf, weil ich nicht weiß, ob der stark genug ist. Aber vielleicht finden wir sonst noch jemanden, der irgendwie auf der Leihliste ist. Ideal wäre es natürlich, wenn wir wen leihen könnten. Auch den schauen wir uns an. Nächster ablösefreier Spieler. Jetzt ist natürlich Anfang Juli, viele Verträge ausgelaufen. Deswegen gut möglich, dass wir da jetzt den einen oder anderen noch angeboten bekommen. So, Leihstatus ist gelistet. Position Torwart. Interesse an Laie. Gut, Nikolai Bannister. Ich nehme mal an, Chelsea zahlt das Gehalt nicht. Doch. Okay. Kann ich den bis zum Ende nächster Saison leihen, scheinbar? Möchte jetzt mal nur kurz schauen, wie stark der ist, aber der dürfte. Der hat zweimal für Chelsea gespielt. Den FC Chelsea? Zweimal in der Premier League? Okay. Hatten die so massive Ausfälle oder so? Keine Ahnung, aber das schauen wir uns mal an, hätte ich gesagt. Also wenn wir jemanden von Chelsea leihen können, dann natürlich gerne. Jetzt schaue ich aber nochmal trotzdem ganz kurz, ob es da noch irgendwelche anderen Positionen gibt und so große Vereine, von denen man leihen kann. Weil wenn das der Fall ist, hier haben wir zwei von Aston Villa, dann, und die sind kostenlos, muss man ganz ehrlich schon überlegen, ob man da nicht tätig wird. Trevor Briggs. Seht ihr? Achso, Oli Barry, den wollte ich mir eigentlich anschauen. Wir wollten ja einen neuen Innenverteidiger. Aber da fordern sie das Gehalt. 55.000 ist ein bisschen viel. Das geht sich für uns leider nicht aus. Trevor Briggs, der wird 95 kosten. Könnte man theoretisch auch machen und dafür dann versuchen, den Keane abzugeben. Bei dem läuft der Vertrag auch aus. Mal kurz schauen, ob der eventuell kostenlos. 80%, 76.000 ist auch zu viel. Dann haben wir den von Chelsea, den Torhüter. Da haben wir einen von Juve. Der wäre auch ein Stürmer. 264.000 Gehalt. 30% fordern sie. Das ist eh nix eigentlich. Aber wir haben es halt trotzdem nicht. Matthias Lanzer, interessanter Innenverteidiger. 112.000 Gehalt. 60.000. 60%, 67.000 ist natürlich auch zu viel. Lucas Getino, er könnte rechts am Flügel spielen. Aber wenn, dann hätte ich wirklich gerne welche, wo man kein Gehalt zahlen. Das ist schwierig. Da haben wir noch einen von Stoke. Alter Schwede, Supermarktwert. Was fordern die? Ja, gut. Okay. Aber das wäre schon mal gar nicht so blöd. Die nehmen wir zum Probetraining auf. Und dann werden wir mal sehen. Paul Clark verletzt 7 bis 8 Wochen. Das ist einer, den wir auf der Transferliste haben und verliehen. Das heißt, den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht wegbekommen mit der Verletzung, aber ist okay. Jetzt hoffe ich, dass wir den jetzt bald mal kriegen. Treffen dann auf die Bohemians. Healy bindet sich an Derry, das heißt, der verlängert, das ist nicht so schlecht. Richard Smith wollen die im Sommer verpflichten. Ist halt ein echt guter Stürmer. Der hätte gerne 11.000. Jetzt hat er 7.
Ach, ganz ehrlich. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, das lass mal. Die machen ein Angebot für Barnes. Das ist der, den wir gerade zu Boga haben. War auch nicht so der Burner. Was ist denn mit dem anderen Ersatzkeeper, den wir... Wir haben gerade so viele zur Probe. Liam Bossin, zu schwach. Mitchell, Connor Mitchell, das wäre... Der schaut eigentlich von den Fähigkeiten her nicht so schlecht aus. David Robson ist ja ganz gut da, aber der wird zu teuer sein. Ersatztorhüter, okay. Schauen wir mal, ob das mit dem von Chelsea was wird. Sonst schauen wir uns diesen Robson an, hätte ich gesagt. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt, wie wir uns da... Tommy Wine, neuer Finn Harps Trainer. Wie wir uns da jetzt international schlagen. Ich meine, Lincoln aus Gibraltar... Grundsätzlich ist es so, dass die Liga noch schwächer ist als unsere. Also die Chance ist durchaus da. Ich wollte euch eigentlich ja auch Bilder zeigen von meiner Reise. Fällt mir gerade auf, das habe ich komplett vergessen. Muss ich schauen, ob ich da noch was finde. Ich glaube, ich finde da wirklich nichts. Das bleibe ich euch jetzt gerade schuldig. Das ist irgendwie nicht so gut. Das habe ich komplett vergessen, dass ich das eigentlich herzeigen wollte. Ich kann es anders machen. Ich kann zumindest noch... Moment, ganz kurz. So. Das war das Stadion. Also das war eigentlich die Reise, die ich da gemacht habe. Und das sieht man, ja, das sieht man eigentlich schon ganz gut. Das ist dieser berühmte Affenfelsen, auf dem wir oben waren. Ich hoffe, ihr seht es gerade. Jo. Das ist dieser berühmte Affenfelsen. Und, ups, das war Malaga. Und da haben wir dann das Spiel besucht. Und das Geile ist halt einfach, dass hier wirklich der Flughafen ist. Also du gehst eigentlich über diese Landebahn drüber. Die wird dann immer wieder abgesperrt, wenn Flugzeuge landen. Du gehst dann, wir sind zu Fuß rübergegangen und dann war hier gleich das Stadion. Das hat sich natürlich super getroffen, dass da hier dann auch ein Spiel war. Und ja, war auf jeden Fall eine schöne Reise. Sonst hätte ich eigentlich eh nicht mehr viel mehr herzeigen können. Also so gesehen war es jetzt nicht ganz so wild, glaube ich. Aber so habt ihr zumindest mal das Stadion gesehen, wo wir jetzt heute spielen werden. Generell, wenn ihr in der Nähe seid, also in Südspanien, ist Gibraltar so für einen Tagestrip auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich glaube, das Wichtigste schafft man auch an einem Tag. Aber schon sehr, sehr beeindruckend an sich. So, gut. Jetzt müssen wir schauen, wie wir jetzt hier fußballerisch zurechtkommen. Wir dürfen nicht ganz so viele Leute mitnehmen, was wir gerade sehen. Das heißt, China möchte ich eigentlich schon mitnehmen, weil der auch über den Flügel kommen kann. Casey kann rechts und innen spielen. Furlong. Ja, dann werden wir Kelly nicht unbedingt mitnehmen, sondern Livingston. Und dann China. Und irgendein Torhüter wäre auch nicht schlecht. Dann nehmen wir jetzt halt den hier mit. Boah, ich hoffe, dass sich da niemand verletzt. Der ist doch schon eine ziemliche Katastrophe, aber wir haben sonst im Moment gerade keinen anderen. Ist die Frage, ob man das nicht einfach riskieren, weil die alle so schlecht sind und einfach gleich ohne Torwart mitkommen. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach machen. So, unser Rechtsverteidiger noch nicht ganz fit. Da ist halt die Frage, ob wir... Ich glaube, da werden wir schon mit McDermott spielen. Healy und O'Neill, Heffernan oder Furlong ist mir eigentlich... Ja, Furlong ist fitter, soll der halt mal wieder spielen. King und Harkin, da könnten wir jetzt Livingston wieder spielen. Maximal 75 Minuten, okay, dann darf der in der Liga ran und die Offensive ist eh die stärkste, die wir haben. Das heißt, let's get it on. Auswärts Gibraltar, internationales Spiel. Hier sehen wir die Gegner, eigentlich nur, fast nur New Gens. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie stark die jetzt wirklich sind. Danach haben wir einen deutlich stärkeren Gegner. Ich habe jetzt leider gerade vergessen, gegen wen es geht, aber das ist äußerst schwierig. Also hoffe ich mal, dass wir zumindest
Ich hoffe, dass wir diese Runde überstehen, damit wir noch zwei internationale Spiele haben, weil es einfach schön wäre für die Mannschaft. Ja. Also Murphy setzt sich gut durch. Abschluss nicht gut. So, Harkin mit der Freistoßchance. Kein Problem für den Torhüter. Bill Jones haben die in der Verteidigung. Ramos in der Innenverteidigung, also das wird nicht so einfach. Also wir sind am Drücker. Ziemlich viel los eigentlich auch im Stadion. Gefilmt wird vom Affenfelsen runter, das ist voll praktisch da. Prost, Holmes! Passt. Wir beginnen schon mal unglaublich offensiv. Ich glaube, wenn wir jetzt bald mal das 1-0 machen, dann könnte es sein, dass der Knoten platzt und wir das deutlich gestalten. Aber bis zum 1-0 ist sowas oft eine enge Geschichte. Ziehe auch leider wieder abseits. 7-0 Schüsse haben wir schon. Harkin mit der gelben, aufpassen. Wenn uns der vom Platz fliegt, dann werden wir Probleme kriegen. In Unterzahl. Gegen so einen Gegner ist sicherlich auch nicht so einfach dann. Jones mit dem langen Ball. Jetzt sind sie zum ersten Mal in der Offensive. Aber Furlong hat ihn. Konterchance. Und Prost, Riesenchance. Gut gelöst, Holmes. Da bleiben wir hängen, aber wir haben das Glück, der Ball kommt zweimal wieder zu uns. Nur das dritte Mal nicht mehr. Doch jetzt. So, Prost hat ihn noch. Ja, fast. So, Sensone, Pass in die Tiefe. Aber es will nicht klappen. Wir schaffen es nicht hier, den ersten Treffer zu erzielen. 29. Minute schon. Eine Chance nach der anderen. Jetzt vielleicht Prost. Wieder nicht. Unglaublich. Oh, ich habe die falsche Farbe an. Hat vorhin Malaga aufgenommen und deswegen Harkin. Irgendwie geht mein Ball gerade nur blau. Na, jetzt geht's. Kann ich gerade währenddessen nicht aufpassen. Müsst ihr mal kurz coachen. Illy, was ist denn das? Das ist aber so typisch für so eine Partie, dass dann so ein Treffer reingeht. Da drückst du ohne Ende und dann ist es so ein Kacktor. Unglaublich. Aber vollkommen egal. Wir haben die Führung. Das ist das Wichtigste. Guter Seitenwechsel, McDermott. Nochmal die Chance. Boah, Holmes. Knapp daneben. Gut von McDermott. Harkin nimmt Furlong mit, da haben wir die Zeit.
Und McDermott an die Latte. Haben wir das Pech dann auch noch in diesen Situationen? Sansone holt dann den Einwurf gut raus im 1 gegen 1. Prost. Ja. Ich glaube, ich werde das geduldig spielen, dann in Hälfte 2 einstellen. Und Harkin werden wir trotzdem sicherheitshalber rausnehmen dann. Es ist mir zu riskant, dass der mir irgendwie vom Platz fliegt, auch wenn seine Leistung bisher ganz in Ordnung war. Man macht weiter so. Geduldig spielen. Dann können wir durchaus auch kreativer spielen heute. Und dann bringen wir Livingston rein. Der muss jetzt, glaube ich, aber auch nicht mehr pressen. Das passt schon so. Dann hoffe ich, dass wir unsere Situation fürs Rückspiel jetzt noch ein bisschen verbessern können. Weil ein 1-0, ich meine, ja, ist ein Sieg. Aber es ist trotzdem nichts, worauf man sich dann ausruhen kann. Ich hätte aber gerne ein Ergebnis, wo ich mich ausruhen kann. Cork City führt 6-0. Nehmt euch ein Beispiel. 7-0. So, King gut links raus, Sansone. Holmes. Wieder nix. Gut gemacht. McDermott. Okay. War ein guter Versuch. Sansone. Boah. Es ist ein bisschen wie verhext hier, dass dieses zweite Tor nicht gelingen will. Gut von Furlong. Das ist so harmlos. Ich weiß nicht, wieso der in der Situation so abschließt, wenn man geduldige Spielen drin hat. Schwache Leistung von Prost. Bringt er jetzt mal Kina. Ist der jetzt Rechtsfuß oder Linksfuß? Linksfuß, okay, dann passt das nach innen ziehend eh auch bei ihm. Mein Prost ist ja auch schon ein bisschen müde. Vielleicht haben wir da jetzt mit Kina jemanden, der offensiv ein bisschen mehr noch zeigen kann. Wir könnten seine Rolle theoretisch auch auf inverser Außenstürmer auf Attack stellen. Dafür muss McDermott halt hinten bleiben ein bisschen mehr. Ja, wobei das hinten bleiben würde ich jetzt gar nicht machen. Gegen den Gegner kann der schon trotzdem mitgehen. Murphy. Da sieht man, dass es wichtig ist, dass er mitgeht, weil Keane natürlich die Gegenspieler ins Zentrum zieht. Sensationelle Parade des Torhüters. Wieder kein Treffer für uns. So, Kina. Eieiei. Man versucht das, den Ball aufs lange Eck zu drehen. Ich gehe jetzt mal auf Offensiv. Können wir sie mal loben? Das hilft gegen die Selbstgefälligkeit zumindest ein bisschen normalerweise. Ich bringe jetzt den Casey für O'Neill rein. Also ich meine, grundsätzlich darf auch mit einem 1-0 Auswärtssieg daheim nichts passieren.
Also sollte man jetzt nicht zu enttäuscht sein. Auch wenn es schon ein bisschen peinlich ist, wie viele Chancen wir hier liegen lassen. 31 zu 3 Torschüsse. Schon irre. McGrath habe ich komplett vergessen, dass ich den noch mit habe, weil ich mich ist automatisch der Oberste immer der Torhüter auf der Bank. Nein, jetzt gibt es den Elfmeter. Das ist so typisch für so eine Partie. Der verschießt ihn. Haben wir Glück. Alter Schwede. Cork City hat 11-0 gewonnen. Boah. Ja, wir nehmen einen Punkt mit. Nicht unbedingt glücklich. Lob's jetzt trotzdem mal. McDermott begeistert. Naja. Kommt drauf an, wie begeisterungsfreudig man ist. Ich hoffe, dass der Torhüter noch kommt, weil jetzt geht es um die Kaderregistrierung. Cork macht Angebot für den Smith, der bei uns gerade zur Probe ist und mir eigentlich ganz gut gefallen würde. Da ist halt die Frage, ob man so jemanden versuchen sollen zu holen. Das ist ein eher defensiv starker. Bei dem zentralen Mittelfeld so ganz zufrieden sind wir ja eh nicht. Also es wäre schon eine Position, der könnte vielleicht durchaus super aggressiv ist er, gutes Tackling hatte, der könnte durchaus diese ballerobernde Rolle machen. Talent vor Durchbruch, was hätte er gerne? Sind es die 7000? Nein, ganz und gar nicht. 14 hätte er gern. Wir können eh noch verschieben, aber ich finde, das sieht echt nicht uninteressant aus. Gerade im Zentrum sind wir eh nicht so ganz zufrieden, vor allem auf dieser einen Position. Also schauen wir mal, aber wird mir schon ganz gut gefallen. Die geben ein Angebot für ihn hier ab. Der wird mir halt auch sehr, sehr gefallen, aber da, wir brauchen mit Sunderland, glaube ich, nicht mithalten. Versuchen. So, Bannister geht auf Leihbasis zu Derry. Das ist mal schön. Jetzt bin ich gespannt, wie stark der ist. Jo. Perfekt. Also bessere Nummer 2 kann man sich nicht sichern, glaube ich. Zumindest jetzt auf diesem Niveau nicht. Und der kostet uns jetzt 1,5 Jahre lang nichts. Also damit können wir sehr zufrieden sein. Duffes bestätigt Wechsel zu Rochdale, das heißt, da sparen wir uns 19.000 Gehalt ein. Ryan Barnes hat sich jetzt denen angeschlossen, das war eh okay. Das war ein gutes Talent, aber das passt schon. Die holen sich Richard Smith. Kann man den sofort verkaufen? Ich glaube, das... Ach so. Ist er verliehen? Dann ist blöd. Ja, gut. Das ist eigentlich eh nicht so schlecht gelaufen. Scouting-Meeting, Cyrus Christie. Boah. Auch ein sehr, sehr guter. Dann haben wir hier einen jungen Stürmer. Schaut jetzt nicht so interessant aus. Und einen englischen Mittelfeldspieler von Norwich. Der hat ein Angebot gemacht. Romley. Ja. Ist okay. Es haben ja Probetrainings geendet, oder? Habe ich die Mail übersehen? Da haben wir es. Also Liam Dawson brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil Torhüter haben wir jetzt. Da haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler, das wäre so ein eher defensiver, der ist körperlich zu schwach. Patrick McLean, Innenverteidiger, war schon bei Derry. Weiß nicht. Ich glaube, der ist nicht mal stärker als Casey. Adam McCallum, Ausdauer 3. Ist mir gar nicht so schlecht vorgekommen damals. Der wäre auf jeden Fall ganz cool, auch wenn er körperlich jetzt nicht mehr der Beste ist. Aber da ist die Frage, wie viel der verlangen würde. Ergänzungsspieler.
12.000 kommt mir relativ viel vor für den. 21 hätte er gern. Und Philipp Gannon, ein relativ schwacher zentraler Mittelfeldspieler. Also da sieht man schon, da haben wir jetzt eigentlich schon, glaube ich, ein ganz gutes Angebot abgegeben, was den, war mein Neil Smith angeht. Weil das ist auf jeden Fall ein jüngerer Spieler, mit dem man noch viel Freude haben könnte. Max Murphy hoffe ich, dass der jetzt noch geht. Da wird man uns 33.000 Gehalt sparen. Also Gehaltsbudget sieht schon ganz gut aus. Vielleicht, wir haben noch genügend Spieler auf Probetraining. Vielleicht ist da noch irgendwer dabei, der uns wirklich helfen kann. Sonst könnte man theoretisch mit dem Geld, das wir haben, einen der starken Spieler leihen, die da noch so auf den Transferlisten waren. Also Christie zum Probetraining. Verfügbare Spieler für die Reserve, das sollte man vielleicht mal schauen wegen. Also das sind jetzt die ganzen Probespieler. Aber das wäre hier okay, glaube ich. Okay, da haben wir echt viele aufgenommen. Und dann schauen wir mal. Also schon ein ganz guter. Ich meine, wir haben jetzt rechts hinten gerade wen geholt. Aber anschauen, damit man ihn zumindest voll gescoutet hat, kann man ja mal. So, haben wir den neuen Torhüter. Da ist er, Bannister. Also das ist auf jeden Fall ein ganz guter. Ich überlege gerade, ob ich den nicht mal spielen lasse gleich, aber ich glaube, das werden wir vielleicht dann. Also in der internationalen Partie kann ich ihn nicht spielen lassen. Naja, egal. Dann werden wir den wieder mitnehmen oder schon spielen lassen. Wie müde sind denn die Jungs? Es geht eigentlich. Ist gar nicht so schlimm. Hätte es mir schlimmer vorgestellt. Keane als Ersatzstürmer. Casey Heffernan. Der kann auch im Zentrum spielen. Relativ gut, ja. Kopfballtechnik ist nicht so sein Ding, aber wahrscheinlich stärker als Casey. Dann nehmen wir Livingston mit, dann nehmen wir den McGrath mit und dann brauchen wir noch wen fürs Zentrum, also Liam McKelly wahrscheinlich. Dann sind wir relativ gut aufgestellt. Ich bin sogar ziemlich stolz gerade, dass ich das mit dem Überblick hier noch ganz gut habe und hinkrieg. Jetzt wird schon schwierig. Gut, dann würde ich sagen, werden wir mit der Mannschaft im nächsten Part das Duell machen gegen die Bohemians in der Liga. Das heißt Liga-Alltag, wo wir wieder versuchen müssen zu liefern. Und dann werden wir auch im nächsten Part das Rückspiel machen gegen Lincoln, wo wir dieses knappe 1 zu 0 über die Zeit bringen müssen. Beziehungsweise zum anderen natürlich auch schauen müssen, dass wir ja, gewinnen. Einfach 5-Jahres-Wertung ist natürlich auch so wichtig. Also ja, schau mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann hoffentlich. Und bis dann. Ciao.